professioneller Mitarbeiter im Internetteam bei Eintracht Frankfurt. Also wenn ich Live-Ticker und Audio-Stream vergleiche, ist ganz klar, der Stream macht mehr Spaß, man kann mehr rüberbringen, Emotionen, Spannung und auch mehr Informationen. Ich habe jetzt 4 Jahre getickert und das war auch lange ein Traum von mir, die Fans auf diese Weise zu unterrichten. Aber wenn man einmal den Stream gemacht hat und gemerkt hat, was man da alles bewirken kann, dann will man zum Ticker nicht mehr richtig zurück. Also die ganz richtig spannenden, entscheidenden Szenen hatten wir bis jetzt vielleicht nicht dabei, aber ein ganz entscheidender Moment war sicher das 1:0 von Benny Köhler, das der gegen Burghausen gemacht hat, als wir uns auf den Weg in Liga 1 gemacht haben 2005. Also wir haben von einigen Leuten gehört, dass sie Premiere anschalten, den Kommentatorenton wegschalten und uns dazu dann dazuschalten, weil sie meinen, dass sie es lieber haben, wenn es aus Eintracht-Sicht kommentiert wird und weil sie es auch gerne haben, dass bei uns im Hintergrund die Fans und die Stimmung natürlich auch rüberkommen. Wir haben sogar von Fankneipen gehört, die Premiere laufen lassen und unseren Ton dazuschalten. Ich glaube, man kann beides ganz gut kombinieren, weil wir auch ein ähnliches zeitliches Übertragungssignal haben und der Ton zur gleichen Zeit ankommt wie das Bild. Also ich denke, besonders viele Zuhörer, die im Ausland sind und aus anderen Gründen, vielleicht weil sie eine Jugendmannschaft betreuen oder andere Sachen am Wochenende fest vorhaben, nicht ins Stadion können, die können sich unseren Stream anhören und können sich fühlen wie im Stadion. Wir haben unheimlich viele Zuschriften schon bekommen nach Streams, die uns geschrieben haben, Wahnsinn, das erste Mal, dass ich wieder die Westkurve gehört habe, das erste Mal, dass ich den Torjubel oder die Aufstellung gehört habe. Wir sind eben auch ruhig, wenn die Fans zu Wort kommen und wissen dann, dass wir den Mund halten, weil die Fans zu Hause, die wollen nicht nur uns babbeln hören, sondern die wollen auch die Kurve hören und das bieten wir. Also meine Motivation generell in meinen Nebentätigkeiten ist grundsätzlich immer etwas Neues zu machen, etwas Neues auszuprobieren. Der Stream zählt auch als neue Tätigkeit. Nachdem ich jetzt 4 Jahre am Ticker war, will ich Neuland kennenlernen. Aber allgemein ist die Motivation natürlich für die Eintracht zu arbeiten, das ist das Größte. Als Eintracht-Fan will man immer irgendwie beitragen zu diesem Gesamtkunstwerk Eintracht Frankfurt. Das wollen die Fans, die im Blog eine Choreo machen. Das wollen alle, die sich übers Forum interaktiv einbringen. Und das will ich natürlich auch auf diese Weise. Ich will für andere Fans da sein, so wie ich natürlich auch den Ticker gelesen habe, als ich mal nicht ins Stadion konnte früher, vor meiner Zeit bei der Eintracht. Ich bin immer Eintracht-Fan und das war mir sehr früh klar und eine der ersten Sachen im Leben, von denen ich wusste, dass sie mich das ganze Leben begleiten würden. Ich wusste, ich würde immer Eintracht-Fan sein, bevor ich wüsste, ich würde heiraten oder irgendetwas anderes. Das war immer klar, die Eintracht würde es immer geben und deswegen ist eine so enge Verbindung gewachsen, dass sie unauflöslich ist. Es gab viele große Erlebnisse, es gab viele Momente, auch insbesondere in Auswärtsspielen, wo es einem kalt den Rücken runtergelaufen ist, bei tollen Momenten. Es gab Abschiedsrunden von Spielern, die ans Herz gegangen sind, aber das 5:1 gegen Kaiserslautern und das 6:3 gegen Reutlingen. Ich weiß nicht, wie ich es im Verhältnis dazu gegeneinander gewichten soll zueinander, aber das waren beides Momente, wo ich Gänsehaut hatte und Tränen in den Augen und ich bin eigentlich jemand, der sehr selten feuchte Augen kriegt. Ja, für die Eintracht wünsche ich mir eine relativ sorgenfreie Erstliga-Zukunft, dass man sich wirklich etabliert in der ersten Liga. Immer wenn man denkt, man wäre etabliert, kann es ja doch nach hinten losgehen. Das hat man an Gladbach ja mal gesehen in der letzten Saison. Und ich hoffe mal, dass die Eintracht von Abstiegssorgen lange Zeit verschont bleibt. Ab und zu mal ein internationaler Auftritt, das wäre natürlich schön. Immer so ein i-Tüpfelchen noch. Für den Internetauftritt wünsche ich mir, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir es also nicht nur schaffen, konstant auf dem gleichen Niveau zu bleiben, sondern uns eben weiterentwickeln und mit der Technik gehen. Dazu zählt der Audiostream insbesondere. Das ist eben eine neue technische Möglichkeit, die es vor ein paar Jahren halt so noch nicht gegeben hat. Und das wollen wir ausnutzen und dranbleiben.